So, Leute, da wären wir wieder auf Onas Hof. Währenddessen habe ich noch ein Level ab mir ergaunert. Da waren noch ein paar Viecher, die ich weggerackt habe. Und ja, mit diesem Level up würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal zu dem Brudi hier drüben. Halt, Tor, dass du hier bist. Ich habe was zu tun für dich. Oh, nice. Worum geht's? Gut, hör zu. Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Okay. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Wo ist Sekops Hof? Im Norden des Tals. Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Ja, ja, ich komme schon klar. Und sieh zu, dass du die Sache bis morgen über die Bühne bringst. Ja, okay. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. So, Stärke plus 5. Jetzt sollte ich ja... Ja, ja. Mit Stärke habe ich jetzt 32. Das ist schon mal gut. Dann gönne ich mir noch Bogen plus 5. Das wäre nämlich Schütze. Ich will mehr übers Bogenschießen lernen. Und das? Ja, ja. Zack. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Na bitte. Bist du beim Bogen? Ja, 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 ja. So, mal sehen. Genau, jetzt sind wir Kämpfer und Schützer. Das ist schon mal ganz gut. Und mal sehen, ob die Jungs noch irgendeine Waffe haben für mich oder so. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich hab nicht. Ja, 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 komm. Großes Breitschwert kann ich immer noch nicht tragen. Ey, ein rüstiges Schwert könnte ich jetzt tragen. Cool. Scheiße, nur so sackt. Oh. 5 Geschick und ich könnte halt meinen besseren Bogen auch tragen, ne? Das wäre halt irgendwas. Ja, ja. Ja, nee, bei dir kann ich nur Zubehör für Schmieden kaufen. Ist eh alles scheiße. Ist egal. So, haben wir auf jeden Fall eine Quest von Torloff bekommen. Muss morgen schon fertig sein, das ist schon mal gut. Aber ich gehe erstmal zu dem Dicken und hole mir meinen Lohn, im besten Fall. Hallo. Zahl mir meinen Sold aus. Wo warst du gestern? Du hast dich nicht bei mir blicken lassen. Ja, sorry, Alter. Du konntest dich wer weiß wo rumgetrieben haben. Ja, komm, ey. Zahl mir meinen Sold aus. Bist du verrückt? Arbeite erstmal einen Tag für mich. Morgen bekommst du das. Ja, okay, komm, Alter. Soll ich echt den ganzen Tag auf den Hof rumhängen? Ich wusste, dass das irgendwie einen Haken hat, ja? 50 Gold for free für jeden Tag, ey. Das wäre auch zu krass. Hi. Hat er doch vorher gewusst. Welche Waffen? Nur die besten. Vielleicht hat er jetzt irgendwas Besseres für mich. Oh. Ja, es sind gute Waffen, aber damit kann ich halt gerade echt nichts anfangen. Meinst du, mir geht es besser? Du. Boah, ist halt echt nur Scheiße. Es ist so traurig. Ich nehme die Pfeile mein. Die Pfeile nehme ich ja mit, ja. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Ich habe dort Hagen das Friedensangebot überbracht. Was hat er gesagt? Wir haben ihn. Er sagte, er würde dir Absolution gewähren, aber deinen Leuten nicht. Dieser Starkopf! Die meisten Männer in der Armee des Königs sind größere Halsabschneider als meine Männer. Was willst du jetzt machen? Ich werde einen anderen Weg finden müssen, uns hier wegzubringen. Notfalls werden wir das Schiff kapern müssen. Ich muss darüber nachdenken. Mhm. Meinen eigenen Hals aus der Schlinge zu ziehen und meine Männer hier zurücklassen, kommt nicht in Frage. Lee ist ein guter Boy. Warum willst du unbedingt aufs Festland? Wie du weißt, habe ich dem König als General gedient. Aber seine Hofschranzen haben mich hintergangen, weil ich etwas wusste, was ich nicht hätte wissen sollen. Sie haben mich in die Minenkolonie geworfen und der König hat es zugelassen. Ich hatte eine Menge Zeit, um nachzudenken. Ich werde mich rächen. Am König? Am König und an seinen ganzen Hofschranzen. Sie alle werden bitter bereuen, was sie mir angetan haben. Der Mann ist entschlossen. Ich werde ins Minental aufbrechen. Dass es dich nicht lange auf den Höfen hält, habe ich mir gedacht. Wenn du in die Kolonie zurückkehrst, dann halte die Augen nach Gorn offen. Die Paladine halten ihn dort gefangen. Okay. Gorn ist ein guter Mann und ich kann ihn hier gut gebrauchen. Also wenn du eine Chance hast, ihn zu befreien, dann nutze sie. Ja, ja. Mach ich. Wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Torloff hat noch einen Auftrag von Ona, der schon seit einiger Zeit erledigt werden muss. Ich glaube nicht, dass. Kümmere dich zuerst darum. Dann reden wir über eine bessere Rüstung. Okay. Dann kümmere ich mich erstmal um den Torloff an. Um die Torloff-Aufgabe.
Immerhin machen wir jetzt mehr Schaden durch das mehr Stärke. Das ist schon mal was wert. Und unser Bogen ist nicht mehr ganz so nutzlos. Das ist auch ein bisschen was wert, ja. Muss man schon sagen. Leider haben wir immer noch nur so eine Scheißwaffe. Das triggert mich ein bisschen, aber naja. 8 Stärkepunkte fehlen mir. Alter, ein Level ab, ja? Warte mal. Wir könnten ja noch 5 Stärkepunkte dadurch kriegen. So. Und 3 dadurch. Boah, will ich aber das echt essen? Nee, das lohnt sich im Endeffekt nicht, ja. Genau, das ehrlich könnte ich beschwören, aber das bringt mir einfach gar nichts. Voll das nützliche Drecksvieh. Bringt mir vielleicht irgendwann mal was, aber jetzt gerade echt nicht. Aber wir können ja hier mal kurz reinlunzen. Hi. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Ei, wie nervig. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst die nicht besiegen. Magische Rüstung? Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Verstehe. Ich sollte den beiden auf die Fresse hauen. Doch nicht jetzt. Ein andermal. Wir sind nämlich noch viel zu schwach für die Scheiße. Jetzt gehe ich erstmal an diesen Drecksbauern rächen, der uns, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge verprügelt hat. Denn wir müssen ja Geld einbringen, ja? Wir müssen Geld einbringen, ein bisschen Pacht. Und, was soll ich sagen? Da lässt man sich hier nicht lunzen, ja? Okay, da ist auf jeden Fall noch ein Säckchen Gold oder so. Das nehmen wir uns mit. Und ein Pflänzchen. Nice. Wer lässt denn das Zeug einfach hier liegen? Also die Pflanze ist ja gewachsen, aber... Sack Gold? Was ist los hier? So, der Fuckboy will seine 5 Goldmünzen. Und ich bin viel zu gierig, in diese Drecks 5 Goldmünzen zu geben. Deswegen hauen wir ihn jetzt voll aufs Maul. Ja? Hoffentlich. Hi. Na, wo wollen wir denn hin? Ja, komm. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknüpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Hey. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Oh mein Dann Gott. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Ja, komm. Kannst du ja mal versuchen. Schuld ist mir noch 50 Münzen, by the way. Zack. So, es geht doch. Drecksack. Oh, 200 DP für ihn. Alter, der hat ja echt einige an Skillpunkte verteilt. Ja, ein Apfel. Geil, Alter. Und Gold. Danke. Genau das brauchte ich. Stück Scheiße. Der Wolfszahn ist doch für was gut. Ich sag's euch, Leute. Wolfszahn ist bae. Ich warte mal, bis der Fuckboy aufsteht. Dann kann ich nochmal ihn ins Gesicht reiben, dass ich ihn verprügelt habe. Ja? Tja, du Arsch. Ja. Na? Immer noch große Fresse? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Hätte ich mir fast denken können. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Guter Mann. Okay, dann lass ich nach in Ruhe. Wenn er wieder arbeiten geht, ist okay. Du. Yo. Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Ich bin kein Feldarbeiter. Und was willst du dann hier? Wir haben nichts. Deswegen kannst du auch gleich wieder gehen. Ich kann einiges. Hat dir jemand heute schon die Nase geputzt? Lass mich in Ruhe, du Idiot. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Wer ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, er wäre der Bauer? Ja, ich weiß. Das ist Bronco. Der macht einfach, was er will. Nicht, dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte, dass er endlich wieder an die Arbeit gehen soll. Aber? Er tut es halt einfach nicht. Mein Vater ist schon sauer auf mich, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn wieder zur Arbeit zu bewegen. Vielleicht kann ich dir helfen.
Meinst du wirklich? Also pass auf. Wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten, werde ich dir, sagen wir mal, 10 Goldmünzen bezahlen. Na, was sagst du? Geile 10 Münzen, ey. Kein Problem. Ich will aber mehr Geld. Na schön. Dann eben 20 Goldmünzen. Ja, ist immer noch echt wenig, ne? Ich will mehr. 30? Ich will mehr. Vielleicht 50? Okay. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Beeil dich aber ein bisschen. Hey. Okay, hi. Übrigens, Bronco arbeitet wieder. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, klar. Junge. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Ja, na klar, Bruder. Hä, aber Bronco arbeitet doch wieder. Wieso kann ich Ihnen das nicht sagen? Muss ich erstmal mit Bronco sprechen? Wo ist denn der Arsch jetzt? Oh, ich gehe wieder arbeiten irgendwo auf den Feldern. Oh, es könnte der sein da hinten. Sonst schlage ich ihn halt nochmal. Was ist los? Ich meine, jetzt hat er nicht mal meine Waffe. Yo. Na? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Ja, okay. Ja, der ist wieder am Arbeiten. Ich weiß nicht, was der Junge will. Vielleicht musste ich ihn noch einmal verspotten oder so, dass er sagt, okay, ich gehe auch wieder an die Arbeit, jo. Hey, du. Ah, ja, tatsächlich. Bronco arbeitet wieder. Tatsächlich? Das ist ja prima. Ja, und ich will jetzt meine Kohle. Na gut. Geschäft ist Geschäft, was? Jupp. Ich überleg mal, der hätte mir auch 10 gegeben, ja? Was für ein Scheiß. Ich hätte es auch für 5 gemacht. So, aber jetzt erstmal zu Business, ja? Fucking Seekopp. Das Land gehört dem Großbauern. Du bist ja nur der Pächter. Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst. Du bist schon seit Wochen überfällig. Was? Und da schickt dir einen Halunken wie dich? Das glaubst du doch selber nicht. Ja, das glaubst du selber nicht. Dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse. Ja, vergiss dich doch, Alter. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Alter, Mann, ey. Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht. Ja, komm, Alter, hau mir ihn halt aufs Maul. Drecksack. Oh, gut am Blocken, der Bruder. Ist ein krasser Typ. Leider nicht krass genug. Fuckboy. Oh, sogar noch ein kleines Extra für mich. Nehme ich. Die Frau, ich hab nichts gesehen. Ach ja. Hier ist ja nicht mal Feuer im Kamin. Vielleicht sollte ich einen Feuerzauber benutzen. Tudu. Na, was sagst du jetzt, du Arsch? Hey. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Wo hast du das Geld? Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet. Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. Alter, bezahl deine Pacht oder ich bring dich um. Ja. Ich kaufe ihn das irgendwie nicht ab, weil er so ein Arsch ist. Aber vielleicht war er auch nur schlecht drauf, weil seine Ernte halt vertrocknet ist. Boah, ja, komm. Gut. Ich werde mit Ona reden. Tausend Dank, Herr. Tausend Dank. Außerdem wollte er 50 Münzen und ich habe jetzt eh 60 von ihnen abgezogen, also. Es passt. Gehen wir einfach mal zurück zu Onas Hof. Und hey, vielleicht kriege ich dann ja auch eine bessere Rüstung. Das wäre doch nett. Ich meine, in der Theorie könnte ich die Bauern auch verprügeln, dann würde ich ja ein paar RP bekommen, noch ihre Gegenstände und so, aber... Ja, ist ja irgendwie moralisch eklig, wisst ihr? Wir waren schon in Gothic 1 so ein Arsch. Wo ich einfach in den Butler gerannt bin und sie alle verprügelt habe für ihr Zeug.
Kann ja mal ein bisschen entspannter sein, ja? Wir müssen ja nicht allen auf die Fresse hauen, die etwas schwächer sind als wir. Ja gut, aber immerhin haben wir das schon mal erledigt. Das ist doch auch ganz nett. Er wollte doch nur 50 Gold, oder? Ja, ich glaube schon. Es passt schon. Jo. Ich habe die Pacht von Sekov eingetrieben. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Ich muss den erst überzeugen. Mit einem Schwert. Wenn ich was Neues habe, sage ich dir Bescheid. Korrekt. So, dann wollen wir doch mal schauen wegen der besseren Rüstung, weil... ich werde nicht sagen, aber wenn wir echt in die Minenkolonie gehen, wird diese Rüstung, die wir dran haben, das wird... Das ist ein Witz. Ja, das ist echt ein Witz. Wie sieht's mit einer besseren Rüstung aus? Du hast deinen Auftrag erfüllt. Ja, hab ich. Ich habe hier eine bessere Rüstung für dich. Das heißt, wenn du das nötige Kleingeld hast. Ja, ich bin mir sicher, wir werden uns einig. 1000 Gold, okay. Wie viel habe ich? Gar nicht mal so viel. Ja. Ist nicht gut. Okay, Lederbeutel ist nochmal 100. Dann habe ich hier nochmal 7 mal 25. Ja, okay, das wird schon passen. Sonst hätte ich noch Zeug zum Verkaufen. Also wir haben hier massig Gold, ja. Richtig entspanntes Leben. Komm, ich mach mal alle auf, ist egal jetzt. Meine bessere Rüstung wäre halt echt nicht schlecht, ne? Gib mir die Rüstung. Hier hast du sie. Eine gute Rüstung. Ja, danke, Alter. Das hast du nicht gewusst. Ja, wir sehen schon ein bisschen cooler aus. Und haben auch eine bessere Verteidigungswerte. Das ist schon mal ganz gut. Wenn du das nicht siehst, du. Es war genauso. 50, 50 und 5er Magie sogar. Gar nicht mal schlecht. Wirklich. Oh, ein Apfel. Ja, geil, Alter. Stimmt ja, ey. Vielleicht haben die Bauern noch Äpfel. Vielleicht verprügele ich die ja doch. Huh. Nee, lassen wir mal. Vor allem, wir haben voll die krasse Rüstung, aber unsere Waffen sind immer noch voll lausig, ey. Müssen einfach heftiger werden. Oh, hi. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. Der war in Dingens, in dem Milizhaus, meine ich. Wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Du arbeitest doch für meinen Mann als Söldner, richtig? Richtig. Wie viel zahlt mein Mann dir? Das ist zu wenig. Geh zu ihm und sag ihm, er soll dir mehr zahlen. Okay. Und du denkst, das wird er tun? Er weiß, was passiert, wenn er es nicht tut. Glaub mir. Alter, diese Frau. Okay, ja, ist mir egal, ich will nicht mehr mit dir reden. Aber gut, dass wir das abgegeben haben, das ist schon mal ganz nett. Ja, hier, ich kann eh keine Schlüssel knacken, deshalb ist hier jetzt zu klauen sowieso nicht so das Beste. Maria hat gesagt, ich verdiene zu wenig. Was? Sie meinte, du solltest mich besser bezahlen. Die Frau muss sich auch überall einmischen. Hat sie gesagt, wie viel? Nein. Gut. Mit dem nächsten Sold wirst du 10 Goldstücke mehr bekommen als bisher. Aber kein Goldstück mehr, klar? Ja, ja. Komm, Alter, ist okay. Zahl mir meinen Sold aus. Bist du verrückt? Arbeite erst. Digga, ich hab einen Auftrag für dich gemacht, ja? Ich komme wegen Sekops Pacht. Was zum Teufel willst du bei mir? Bring das Geld zu Torloff. Hab ich schon. Aber Sekop hat kein Geld. Ich habe ihn sogar zusammengeschlagen. Er sagt, es wäre wegen der schlechten Ernte. Du Dummkopf! Denkst du, er trägt das Geld mit sich rum? Er hat's irgendwo versteckt. Weißt du, wie viel es hier regnet? Schlechte Ernte, dass ich nicht lache. Sieh zu, dass du das Geld aus ihm rausprügelst. Ja, habe ich bereits. Okay. Ich will ein Schaf kaufen. Alles klar auf dem Hof? Das will ich hoffen. Dafür bezahle ich dich schließlich. Geh lieber zu Torloff und frag ihn, ob's was zu tun gibt. Gut, gut. Ja, wenn ich jetzt hier einen Tag penne, dann gibt er mir dann Geld? Sollte er, ne? Ja gut. Torloff hat aber nichts mehr für mich, ne? Ey, der hat gar nichts mehr für mich, der Junge. Und bis zum nächsten Level-Up dauert's halt auch noch ewig, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein paar...
Dinger fertig machen. Ein paar Quests. Ein bisschen Bossbossbogen. Der Mann mit der Augenklappe. Ja, der Mann mit der Augenklappe, das können wir ja noch machen. Sein Wasserfall auf dem Weidenplateau hinterm Bauernhof. Neben die Einzelwasserfall. Talkessel unterhalb der Treppe. Ja, gehen wir mal ein bisschen auf Schatzsuche, würde ich sagen, ne? Mensch! Ach, hat die vielleicht irgendwas Neues noch? Zeig mir deine Ware. Was? Ja, ja, ja. Bei dir hat auch nur Scheiße, ey. Du. Ich hab so einiges gehört. Soll ich Raoul mal versuchen, wieder aufs Maul zu hauen? Ich meine, wir sind schon ein bisschen stärker geworden. Warte mal, aber... Ja, okay, komm, wir machen das mal. Wir haben jetzt eh eine bessere Rüstung. Vielleicht klappt's ja jetzt. Wer weiß. Wir machen zwar keinen Schaden, aber wir halten viel aus. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Ja. Was? Das ist genau... Ich bin... Das ist genau das, was du jetzt brauchst, mein Freund. Ja, komm, mach das Ding. Hör nicht auf! Mach ihn fertig! Zack! Nimm dies! Oh mein Gott, der macht trotzdem viel Schaden, Alter! Don't underestimate Raoul Kun! Hau drauf! Mach ihn fertig! Nein! Fuck! Okay, aber diesmal habe ich das Gefühl, dass wir eine reelle Chance haben, ihn zu verprügeln, ey! Ich weiß nicht, ob diese eine Quest mit "Oh, machst du den Tenzus Leute fertig" zählt, immer noch da ist, weil wir sind ja bereits Söldner, aber egal. Was? Ja, ja, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul, Junge. Die hauen sich aufs Maul! Hör nicht so. Auf! Hör nicht ein bisschen auf. Konzentraten, Alter. Du Drecksack, du. Oh Gott. Ja, Mann. Endlich, nach so vielen Jahren, Alter. Boah, die 11 Gold habe ich mir jetzt aber verdient, yo. Du Drecksack, du. Du. Kann ich dir auch nochmal sagen. Hey, guck mal, ich habe den auf die Fresse gehauen, ne? Hey. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raoul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens 3 von ihnen ordentlich zeigst. Ja, wer fehlt denn noch? Sag mir doch mal. Scheiße, ist egal. Ja, sonst kann er uns zwar was zu den 2 Freunden erzählen, aber wir wissen ja, wie es läuft. Ja, Silvio war halt einfach ein Arsch und dann ist auch gut. Hey, hat er noch was zu sagen? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Ja, ja, komm, Alter. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Alter, ich bin doch schon Söldner, ist doch egal, ey. Was der meint. Naja. Hey, haben wir schon mit Gunnar gesprochen? Ich hab mir das schon gedacht. Wie sieht's aus? Du bist jetzt auch einer von den Söldnern, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, mit dir haben wir schon gesprochen, ich erinnere mich. Die Söldner kamen von überall her. Ja, die Söldner kamen von überall her. Das ist zwar ein tiefsinniger Dialog, Leute, den habe ich mir natürlich gemerkt. So, dann schlafen wir mal eine Nacht. Und mal gucken, ob Ona uns jetzt bezahlt fürs Schlafen. Theoretisch könnte ich ja hier einfach ein bisschen chillen. Und würde einfach immer bezahlt werden von dem Typen. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Du. Wo ist denn der Alter? Der ist nicht mal hier, ja? Oh, hi. Da ist Lee, da sind die anderen Boys. Ja, dann hängt der bestimmt auch oben rum. So, ich will mein Geld! Richtig nerviger Typ. Ich will mein Geld! Ey! Zahl mir meinen Sold aus. Na gut, hier ist dein Sold. 60 Goldstücke. Ja, danke. Okay, ciao. So, wir sind zwar jetzt natürlich ein bisschen ärmer, aber die Rüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Damit habe ich auch das Gefühl, dass wir im Minental nicht sofort zerstört werden. Und ich war noch nie da oben. Dann gehen wir mal dahin und gucken uns da mal nochmal um. Du. Von mir hatte das nicht.
Er ist jetzt nicht sonderlich was. Wir müssen echt Schlösser knacken lernen. Ne? Wir müssen noch so viel lernen, Leute. Aber zuerst möchte ich, dass wir uns vernünftig verteidigen können. Aber hey, gehen wir erstmal auf Schatzsuche. Ja gut, wir sind zwar ein bisschen krasser, aber gegen Sentenza da drüben, da mit dem kommen wir, glaube ich, immer noch nicht klar. Deshalb chillen wir mal unser Leben und gehen nochmal an den vorbei. Komm, wir speichern hier nochmal, ey. Und dann gucken wir mal, dass wir Gregs Drecksschätze finden. Gregs Drecksschätze, lol. Vielleicht finden wir auch noch das eine oder andere Vieh, das wir schlagen können. Und dann ist das schon wieder entspanntes Leben. Da ist Greg der Lümmel. Ist hier noch irgendwas? Nee. So, hat wieder seine Piratenkleidung an. Mensch. So, der erste Schatz sollte dort sein, dort, wo der Lurker rumhackt. Und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir den Lurker tot kriegen. Deswegen muss ich mir irgendeinen Trick ausdenken, wie wir an diesem Arsch vorbeikommen. Ja, wir werden sehen. Irgendwas denke ich mir schon aus. Vielleicht kann ich die Boys ja benutzen. So. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein paar Pilze, ist schon mal gut. Oh, geil, Alter. Und eine Drachenwurzel noch. Wenn ich erstmal lerne, Stärketränke zu brauen, ne, dann sind wir der Babbo. Dann sind wir einfach der Babbo, Leute. Hier ist nochmal eine Heilpflanze. Noch ein bisschen Sumpfkraut. Ja, Sumpfkraut brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich das Vieh erwischen von hier, ist die Frage. Nein, doch. Aber eigentlich auch nicht so wirklich. Vielleicht eher mit Magie? Leichte Wunden, Licht, Feuerball, Junge. Wenn ich ein bisschen näher kommen kann. Ne, der Feuerball geht. Oh, doch. Ja, fick dich. Oh, Alter. Mach ja echt guten Schaden. Mit dem Zeug. Ja, gut, das war jetzt problemloser, als ich gedacht habe. Aber wir haben, glaube ich, keine Angriffsmagie mehr. Naja, was soll's. Kann ich irgendwas abnehmen? Nope. Boah, ist das laut hier. So. Nehmen wir natürlich erstmal die Pflänzchen mit, die hier rumwachsen. Und Gregs Schatz Number One. Zack. Und zack. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nice. So, das Zeug nehme ich mir natürlich auch noch mit. Nee, das nicht. Ja, noch ein leckeres Heilkraut, ey. So, dann beim Pass war noch was. Hat der Brudi gesagt. Hier noch eine nice Feuerwurzel. Sehr schön. Und weg hier von diesen lauten Sounds. So, schlendern wir hier nochmal vorbei. Die Boys stehen immer noch hier hart ihr Leben. Hat er noch irgendwas Neues zu sagen eigentlich? So, ne. Kann mir nur ein bisschen was beibringen, aber... Fuck this shit. Da soll sich mal lieber selber was beibringen, der Lümmel. Ich glaube, wenn ich hier weiterlatsche, dann komme ich auch zum Pass. Ich fürchte, die Lurker kriege ich aber nicht tot, ne? Ich lass die mal weg, weil... Die haben, glaube ich, kaum Resistenz gegen Magie, aber Resistenz gegen... Schwerter, Waffen und Pfeile und so haben sie schon durchaus etwas. Deshalb sollten wir uns da mal entspannen. Aber ich guck mal, ob wir noch irgendwas. Ich habe echt keinen anderen Angriffszauber. Ja, wer weiß, vielleicht sollte ich mir mal ein paar Feuerpfeilrollen kaufen oder so, weil dumm ist das nicht, auch noch Magie zu haben, ne? Als kleine Reserve. Apropos Magie, ich nehme mal die Blauflieder mit. Denn damit können wir unsere Magie wiederherstellen. Oh. Ey, da sind ja noch Pilze. Ich weiß nicht, ob wir gegen die Drecksbanditen hier ankommen. Ich fürchte nicht, aber ich kann ja mal gucken. Weil ich hätte die schon gern tot. So, ich komme mal ein bisschen näher. Ist halt echt viele, ne? Aber vielleicht kann ich sie ja weg von hier locken. Das wäre schon mal ganz gut. Ich treffe auch niemals, Alter. Schütze, aber ich treffe nie. Jetzt bist du dran. Ja, der Drecksack trifft aber auch nicht. Okay.
Einmal habe ich getroffen, sehr gut. So. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter hier, ne? Und dann hoffe ich darauf, dass die Bauern... Ja, ich bin doch hier, Brudi. Oh mein Gott, wir kriegen voll auf die Fresse. Nee, ich gehe wieder. Tschüss. Aber die Bauern werden uns helfen. Mit den Bauern zusammen werden wir diese Banditen klein kriegen. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Kümmert euch um sie, Jungs. Kümmert euch um sie. Wow, die sind so scheiße, Alter. Okay. Mit einem komme ich so klar, ja? Oh Gott. Okay, never mind. Ja gut, aber an sich war der Plan gar nicht so scheiße von mir, muss man dazu sagen. An sich war der Plan weniger beschissen als gedacht. Wir tryen das mal nochmal. Weil ich hätte die echt gern tot hier. Die Drecksäcke. Ja, okay, ich gehe wieder. Tschüss. Boah, der Wichser trifft natürlich auch, ey. Es ist wieder 5 hinter mir. Ja, 3 Stück, okay. Ich könnte theoretisch auch mit dem Bogen kämpfen, während die sich halt um die anderen kümmern da. Diese Drecksäcke, Alter. Wow, Junge. Der Sniper, der richtig jetzt hart. Okay, immerhin zweimal getroffen. Das ist schon mal gut. Dün, dün. Okay, 360 No-Scope. Hm. Was ist das, du Arsch? So, mit einem komme ich klar. Drecksack, Alter. So. Ein Mist viel weniger. Sehr schön, das ist doch schon mal einer. Oh, oh. Da kommt direkt der nächste Squad. Oh, scheiße. Ja, jetzt würde ich mich gerne heilen. By the way. Bauern, helfet mir. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Oh Gott. Schlagt ihn doch. Ja, danke, Alter. Okay, dann trinke ich noch mal schnell was, ey. Dann helfe ich denen auch. Damit ich im besten Fall sogar die Erfahrungspunkte bekomme. Das wäre schon gut. Ein dämlicher Mistkerl. Ja, so ein dämlicher Mistkerl, Alter. Nein, 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 nein. Was macht der Junge? Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Oh, Gott sei Dank, Alter. Die Waffe nehme ich mal besser an. Habe ich schon längst geklaut, aber okay. Sprich weiter, Bruder. Ringe hatte er. Hat er gute Ringe? Gravierter Ring. Der Überseer-Händler-Gilde Araxos. Oh, interessant. Und sonst? Achso, nee, das hatten wir schon. Valentinus Ring, das war es ja nicht. Hä, hat er nicht 2 Ringe? Achso, vielleicht einer so, dieser nutzlosen Ringe. Ja, hier, silberner Ring war das bestimmt. Ja, gut, fuck this shit dann. Aber Leute, wir gegen die anderen Banditen noch angehen. Das sehen wir im nächsten Part von Gothic. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao.